Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Was? Das Ding wahrscheinlich, ne? Oder ist irgendwas hinter mir her? Ich glaube, die meinten den Baum. Wir sind momentan mitten im Nirgendwo unterwegs. Versuchen uns hier so durchzuschlagen. Gucken, wie tief wir kommen. Um die Skyanid zu sammeln. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Müsste eigentlich sein. Weil wir gehen halt schon so tief. Noch nicht ganz tief. Wieso ist meine Anzeige hinter dem Wasserfall? Wir haben noch ein paar Meter frei, okay. Komische Fischis hier. Aber ansonsten. Oh, jetzt wird's hier aber bedrohlich. Was ist das denn? Hier scheint es warm zu sein. Ich glaube, ich darf das Schiffchen nicht verlassen. Muss eigentlich in die Richtung wahrscheinlich, ne? Das da sieht nicht so cool aus. Na gut, drehen wir uns mal ein bisschen. Wenn es geht. Was ist das denn für ein komisches Quallenviech? Ah, das ist auch wieder so ein verseuchtes Ding, ne? Oder geheiltes, wie auch immer. Eins von beiden, ne? Was ist denn hier? Gegen was fahre ich? Ach so. Das Alienviech hat irgendwelche Fische umgebracht. Okay, lass uns einfach weitergehen. Das Alienviech ist ja anscheinend weg, oder auch nicht? Aber was will er schon tun? Kann nichts gegen mich tun. Lupe! Soll ich das Alienviech überfahren? Ich möchte hier mal aussteigen. Einfach nur um zu gucken, was es hier so Schönes gibt. Ob es vielleicht hier Kyanid gibt. Oh, ich dachte, das wären Dinger zum Einsammeln. Das ist jetzt Kacke. Da wird's heiß sein. Wir sind überall diese Pilzchen, okay. Da ist was zum Einsammeln. Ein Diamant. Aber warum nicht? Ach stimmt, wir haben ja nicht mehr so viel Energie. Ich hätte Energie auftanken sollen. Was seid ihr für süße kleine Viechchen? Schau mal hier, Lavalarve. Kann ich dich mitnehmen? No. Leider nicht. Okay, hier kann ich gut Diamanten farmen. Also ich nehme definitiv alles mit, was ich mitnehmen kann. Da haben wir noch was. Gold. Muss ein bisschen auf meinen Sauerstoff achten. Merke ich gerade so. Okay, hier war wirklich nichts. Wollte nur mal gucken. Na gut, lass uns zu unserem Schiffchen gehen. Habe nämlich nicht mehr viel Akku drin. Und ich will ehrlich gesagt nicht, dass mein Akku leer geht, wenn ich
mitten beim Erkunden bin. Das wäre ein bisschen ungünstig. Mal so formuliert. Oh, cool hier unten, cool. Finde ich auch gut, dass ich hier rumfahren kann. Oh, wir sind schon bei 1100 Metern. Oh, oh. Aber wir sind hier... Ah, oh, das Wärmekraftwerk. Aber natürlich. Das muss hier sein. Es muss. Irgendwo muss der Eingang sein, hundertprozentig. Okay, unserem Schiffchen geht's noch gut. Ich weiß, Höhlenwand und so. Das Kyanid muss doch hier irgendwo sein. Kann doch nicht sein, dass ich diese 1300 Meter nicht runter kann. Ich werde nicht zurückgehen, ey. Also vergessen. Was war das gerade? Okay. Einfach weiter. Einfach weiter. Wer weiß, wie tief wir überhaupt noch gehen. Ich hoffe nicht mehr allzu tief. Scheiße. Okay, der kann mir nichts. Der Dude kann mir nichts. Das ist der andere, der mich gerne foppt. Pause. Ich freue mich, dass ich eine kleine Pause machen darf. Ein bisschen was trinken. So. Vital signs stabilizing. Okay, weiter geht's. Kyanid. Oh, lass mich raten, ich muss das mit meinem Typen abbauen. Ich glaube nicht, dass ich das einfach so einsammeln kann. Ach du Scheiße. Oh, was bist du denn? Noch mehr Rochen. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, lass uns rausgehen und gucken. What the fuck? Das gefällt mir nicht. Okay, machen die irgendwas kaputt? Immer. Die zapfen Energie ab, 100%. 100%ig zapfen die Energie ab. Wie wird man die los? Okay, mein Zyklop. Wie tief kannst du? Du hast nicht mal oh Gott, wir haben nicht mal den tiefen Ding ins Kirchens 1 drin. Nickelerz. Scheiße. Bin ich hier unten Nickel? Zapft ihr mir wirklich Energie ab?
Die sterben nicht mal. Das ist meine Energie. Scheiße, Mann. Okay, wir müssen Nickel finden. Nur ein Nickelviech. Ach, Kacke, Mann. Was ist das? Oh, nichts. Oh, guck mal, so nett sehen die auch nicht aus hier. Oh, der hat gerade gegessen. Lava-Echse. Die sind überall. Ich muss aus diesem Scheißgebiet schnell raus. Dafür brauche ich Nickel. Oh, ich habe die Energie nicht aufgeladen von meinem Scheißding. Titan. Okay, hier ist eine Unmenge an Titan, aber... Hallo. Tschüss. Kein Nickel. Weg von meinem Schiff. Ich schwör's dir, ich mach dich kaputt, Junge. Was könnte sie anziehen? Habe ich irgendwie Licht an oder so? Nee. Nur mal so? Mal gucken, was passiert? Bisschen Lärm machen? Vielleicht nicht die beste Idee. Okay, wir sind auf jeden Fall befreit von dem Zeug. Ich habe gewusst, dass ich mehr Nickel hätte mitnehmen müssen. Ah, ich wollte die Batterie aufladen. Okay, laden wir die Batterie auf. Moment, ich habe ja Nickel nur dabei. Vielleicht habe ich einen Teil abgelegt. Ich habe zwei Nickel habe ich dabei. Habe ich vielleicht irgendwo was abgelegt? Das habt ihr jetzt nicht gemacht, oder? Ach Gott, Leute, ey. Kotzt mich an. Du bist Zyklop, ne? Ja. Wenn ich hupe, gehen die dann weg? Nein, ich glaube, das zieht sie an. Was ein Scheiß. Könnte natürlich einfach die Batterien rausnehmen, solange ich hier... Obwohl, dann habe ich keine Luft. Ich kann auch nicht in den Krebs reingehen. Ich brauche Nickel. Aber dafür brauche ich Energie. Ich nehme hier die Batterie raus. Dann lade ich die kleine Batterie auf und die andere Batterie lege ich hier rein. Ich werde euch alle umbringen. Mir egal, wie viele von euch hier sind.
Oh. Oh, ich hätte das Nickel mitnehmen sollen, ganz ehrlich. Ach, wie blöd kann ich denn nur sein? Eventuell muss ich zurück. Das wäre die größte Niederlage von allen. Na gut, mal ein Versuch wert. Ich könnte natürlich hier auch eine Höhle aufbauen und dann nach Nickel suchen. Da ist ja die andere Kamera. Vielleicht kommen wir schnell hin. Vielleicht gibt es eine Abkürzung dahin. Irgendwie bezweifle ich das stark. Ich will nicht zurück. Ich will das Lithium mitnehmen. Das Zeugsding. Jetzt kriege ich nicht. Wie heißt das? Ach, ist mir doch egal jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Aber doch, das ist Lithium, oder? Ich komme jetzt durcheinander. Hier gibt es einfach zu viel Zeug. Ich sehe mich einfach mal zu Fuß hier ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja schon. Guck mal, da ist mehr von diesem Zeug. Überall. Und ich denke mal, ich werde das brauchen, um weiterzukommen. Was war das jetzt? Irgendwas hat er richtig heftig gebrüllt. Das gefällt mir nicht. Was brüllt hier so? Vielleicht hätte ich nicht hupen sollen. Vielleicht kommt es jetzt, um mich zu holen. Das ist Lithium. Ich fürchte, ich brauche Raketen. Ist nur so eine Vermutung. Oh, scheiße. Ich sterbe lieber, als den zu mir nach Hause zu liefern. Ach, guck mal, hier liegt ein toter Reaper. Raider! Ich hoffe, er hat mein Boot nicht abgeschossen. Mir scheint ja noch alles in Ordnung zu sein. Du ahnst es nicht. What the fuck? Okay. Wir fahren mal zurück. Bau das Zeug. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo zurück ist. Ich glaube, da war zurück, ne? Okay, da ist ein Drache. Wie kommen wir am Drachen vorbei? Ohne Bertha zu zerstören. Zu Fuß. Na gut, wir gehen hoch. Und müssen da wahrscheinlich die Batterien aufladen und dann muss ich mir was überlegen, wie wir an dem Ding vorbeikommen. Töten können wir ihn höchstwahrscheinlich nicht. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Das könnte zu einem großen Problem werden. Wir sind so scheiße langsam.
Eventuell schleichen wir uns an ihm vorbei, ja. Alles hier in Ordnung? Keine Ahnung, wo wir gegenstoßen. Er kam von hier. Ich bin sehr froh, dass das nicht weit weg ist. Eventuell. Ja, nee, können wir auch nicht machen. Wir kommen ja nicht mehr an die Oberfläche. Würde ich sagen, bauen wir noch mehr Krebse, aber. Ich bezweifle stark, dass wir zurück an die Oberfläche kommen. Wir können versuchen, uns da mit dem Krebs vorbeizuschleichen, aber wenn der hinüber ist, ist vorbei. Aber ein guter Plan wäre schon mal, einfach mit dem Krebs alleine dahin zu gehen, das Zeug abzubauen und dann hoffen, dass alles gut geht. Und dann können wir immer noch mit Bertha hinterher. Oder ich nehme den Krebs, überwinde die Hälfte vom Weg, verstecke den Krebs und versuche mich da vorbeizuschleichen. Weil ich glaube nicht, dass wir uns mit Bertha einfach da vorbeischleichen können. Das ist nicht. Ich meine, wenn uns der Reaper schon so übelst auf den Sack gegangen ist, ne? Keine Ahnung, was der Leviathan mit uns machen wird. Der wird Bertha mit einem Haps verschlingen. Nee, der spuckt Feuer unter Wasser. Okay, ich bin ehrlich gesagt jetzt sehr froh, dass wir tatsächlich diese Basis hier haben. Die können wir jetzt sehr, sehr gut ausnutzen. Indem wir uns hier unten sehr, sehr gut vorbereiten für das, was uns da unten erwartet. Eventuell den Krebs übelst aufrüsten. Übelst. Das Tiefenmodul anpacken. Wir müssen an dem Drachen vorbei. Eventuell Torpedos. Was sagt ihr, Freunde? Töten? Dran vorbeischleichen? Kackviech. Den mache ich gleich erstmal kaputt. Weiß nicht, aber töten wird, glaube ich, schwer. Eventuell mit Torpedos von Bertha. Ah, Bertha ist so scheiße langsam. Das Schild. Das Schild, das unverwundbar macht. Eventuell damit. Na gut, parken wir Bertha hier und dann schauen wir weiter. Ja, das war's, der Traum. Zu Ende geträumt. Nehmen wir die leeren Energiezellen mal mit. Sieht ja nicht so schön aus. Voll leer. Leer. Okay. Dann müssen wir die Typen hier loswerden, die hier bei uns dran kleben. Es ist zum Glück nur einer, der oben dran klebt. Zieh dich, Junge. Nee, du haust mir jetzt nicht ab. Dich grill ich. Okay, mir dürfte da nicht dran kleben. Oh, es ist schön, zu Hause hier zu sein. Hier ein kleines Häuschen zu haben.
Das ist ja nicht ganz praktisch. So, ich suche Nickelerz. Ihr Scherzkekse hier. Ihr seid Scherzkekse. Ich glaube, das Wasser war nicht gut für mich, ne? Nee. Oh, Nickelerzvorkommen. Wir sind jetzt auf 600 Meter. Wir bauen einfach das erste. Warst du schon immer hier? Das erste Tiefenmodul. Dann steigen wir aus, holen uns das Nickelerzvorkommen und dann. Das ist ein guter Plan, ja. Dann fahren wir fort. Weiß zwar noch nicht wie, aber wir werden es dann tun. Verarschen kann ich mich alleine. Dann. Ist alles in der Seuche. Aber nur ein einziges Nickelerz. Das ist Mobbing. Ah, endlich. So, Nickelerz. Nickelerz. Gucken wir uns die anderen Vorkommen hier noch an. Okay, lass uns hochgehen. Eine Seemotte wäre hier ganz praktisch. Ich könnte natürlich auch zu Fuß jetzt hoch und die Seemotte holen. eventuell. So, hier klebt keiner mehr dran, ne? Nein. Okay, ich brauche. Nee, oh, ich wollte schon sagen, Kyanit, was? Das krieg ich doch nicht. Das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich ran. Ah. Brauche ich so eine Dockingstation? Sagen wir nicht, ich brauche eine Dockingstation, um den Scheiß zu bauen. Keine Dockingstation. Oh, Quälerei. Und kann ich das hier bauen? Eventuell könnte ich da mit jemandem ablenken. Ich dreh durch, Leute. Oh, ich hätte schwören können, wir hätten da irgendwas schon gemacht. Na gut. Dann lass uns ein bisschen bauen. Wir haben eh einiges zu tun, bevor wir hier weiter können. So, wir werden nämlich bauen müssen eine Energiezellenladestation. Dafür brauchen wir den erweiterten Kabelsatz. Kabelsatz easy. Gold, oh, Computerchip. Kupferdraht.
So. Tischkorallenprobe. Ich bin froh, dass wir das meiste hier alles haben. Das hätte sonst echt unschön werden können. Okay. Was wollte ich bauen? Ach ja. Zwei Rubine, zweimal Titan. Rubine ist gar kein Problem und Titan auch nicht. Rubine haben wir echt hier ohne Ende. So. Dann brauchen wir ein Tauchdock, das damit verbunden ist. Ich weiß noch nicht wie. Aber hier ist alles voller Nickelerz, das gefällt mir. Na gut, das ist schon mal safe, wir können uns hier aufladen. Sehr schön. Dann brauche ich dieses Tauchdock. Ja, das ist auch einfach. Schmierstoff habe ich glücklicherweise dabei. Und oh Gott, wir sind out of time, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir den ganzen Scheiß hier irgendwie hinzukriegen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.